Hallo, liebe Whisky-Liebende. Herzlich willkommen hier im Whisky Hort in Oberhausen zu unserem täglichen Quick and Dirty Verkostungsvideo. Wir haben uns heute mal eine Abfüllung ausgesucht, die steht schon ein bisschen länger hier bei unserem Regal herum und wir können uns das gar nicht erklären. Und da wir die aber selber nicht kennen, haben wir gesagt, okay, reißen wir eine auf und präsentieren euch die mal. Es handelt sich um einen Ayrshire, einen Single Grain Whisky, abgefüllt von und für Malts of Scotland. Das Ding wurde 1991 destilliert und 2020 abgefüllt. Also 28, 29 Jahre. Genau weiß man es nicht, da nicht die Tagesdaten draufstehen. Auf jeden Fall mit 49,8%, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, im Glas. Oh. Das riecht aber schon sehr aromatisch, sehr komplex, man kann schon fast das Alter wahrnehmen. Eine süße Note habe ich. Wie so ein schwarzer Tee mit Kandis. Etwas Vanille mit dabei. Und dann reife Früchte, wirklich saftige Birnen. Birnencrumble schon fast eher. Noch warm, wirklich das Birnenaroma mit den Streuseln oben drüber. Alkoholnote fehlt völlig. Richtig fein. Sehr elegant wirkend, sehr gesetzt und reif wirkend. Das macht schon Spaß, den zu riechen. Man merkt schon in der Nase, auch wenn der Alkohol eigentlich nicht wahrnehmbar ist, der hat allein aufgrund seines Alters eine gewisse Kraft, eine Gesetztheit, die ihn schon beeindruckend erscheinen lässt. Nichts mit irgendwelchen Fehlnoten, die Grain gerne zugeschrieben werden. Das ist irgendwie bisschen nach Klebstoff immer riecht oder grasig oder so. Nix da. Also, probier mal. Ich sag's ja immer. Trinkt mehr alte Grains. Klasse. Wunderbares Tröpfchen. Jetzt gerade im Mund, das, was ich in der Nase bereits andeutete, gerade im Mund entfaltet er so richtig seine Kraft mit dieser knapp über Trinkstärke liegenden Prozentzahl 49,8 Volumenprozent Alkohol.
die Noten dieser Birnencrumble, diese feine Würze, wirklich schwarzer Tee mit ein bisschen Candies drin. Ganz, ganz minimaler Einfluss von Eichenfass. Und das so rund und weich und gleichzeitig komplex und tiefgründig. Also mit dem kann man sich sicherlich einige Zeit beschäftigen, um ihn in all seinen Nuancen zu erkunden. Richtig feines Ding. Mein lieber Scholli. Erinnert mich schon fast so ein bisschen an einen guten alten Cognac. Einfach wunderbare Aromen. Dazu muss ich sagen, leider gefährlich süffig. Ich glaube, die Flasche könnte schneller leer werden, als einem lieb ist. Mir persönlich gefällt er richtig gut. Und ich weiß, dass wir gleich eine Flasche weniger im Bestand haben werden, weil davon sichere ich mir definitiv eine. Was das Ganze nämlich noch sehr spannend, sehr interessant macht, neben diesem wirklichen fantastischen Aromenprofil, 29, 28, 29 Jahre alt und das Ganze für 119 Euro. Das ist angesichts der Preise mancher Malt Whiskys wirklich ein Schnapper. Was einem hier geboten wird, ist schon großes Kino. Deshalb, bevor ihr zuschlagt, mache ich selber. Es sind aber noch genug Flaschen da für euch. Greift gerne zu. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, genießt, was ihr im Glas habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.